In den letzten Videos zum Lean Leadership habe ich betont, dass man seine Mitarbeiter auf dem Weg zur kontinuierlichen Verbesserung mitnehmen muss. Aber oft tritt dann Ernüchterung ein, weil die Mitarbeiter zwar alle brav ihre Aufgaben erledigen, aber das aktive Gestalten von Abläufen, das Einbringen von Ideen und die kontinuierliche Verbesserung irgendwie nicht so richtig in Schwung kommen. Die Mitarbeiter verhalten sich passiv und warten eigentlich auf Anweisungen. Und es wird dann so ein bisschen träge Masse und keiner weiß genau, was zu tun ist. Aber wie aktiviert man jetzt seine Mitarbeiter? Wie bekommt man es hin, dass die sich wirklich aktiv einbringen und, wie man so schön sagt, über den Tellerrand hinausdenken? Das ist Thema eben in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Gehen wir davon aus, Sie haben, wie im letzten Video zum Lean Leadership vorgestellt, die Ergebniskaskade aufgebaut und erste Themen und Prozesse gefunden, die verbessert werden können. Das ist am Anfang immer eine ziemlich lange Liste. Das ist eigentlich ganz normal. Schreiben Sie alle in Frage kommenden Themen auf eine wirklich lange Liste und hängen Sie diese Liste an Ihre Shopfloor-Tafel. In der Morgenbesprechung klären Sie dann mit Ihren Mitarbeitern, dass jeder drei Stimmen hat von Ihren Mitarbeitern und bitten Sie Ihre Mitarbeiter bis zur nächsten Morgenbesprechung hinter die dringlichsten Themen Ihre Stimmen zu verteilen. Jeder kann also seine Stimmen frei verteilen. Entweder drei Themen bekommen jeweils eine Stimme oder eben auch alle drei Stimmen gehen auch nur auf ein Thema. Das kann sich jeder selber raussuchen, wie es eben möchte. Und wenn eben ein Thema ganz besonders wichtig erscheint, dann kriegt es eben drei Stimmen. Aber so erhalten Sie von Ihren Mitarbeitern eine priorisierte Liste mit den Verbesserungsthemen. Denn das eine Thema, das die meisten Stimmen erhalten hat, soll jetzt als erstes angegangen werden. Wenn die Begriffe Shopfloor-Management oder Shopfloor-Tafel noch neu für Sie sind, dann schauen Sie doch mal hier rein. Da gibt es tolle Videos mit vielen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Thema Shopfloor-Management. Ein Verbesserungsthema ist dabei nicht, wir führen die Software XYZ ein und dann wird alles gut, sondern ein Verbesserungsthema ist immer, wie schaffen wir es, die Durchlaufzeit für die Erstellung eines Angebots von derzeit 15 Tagen auf 10 Tage zu senken. Denken Sie also nicht in Lösungen, sondern in Zielen oder Zielzuständen, die eben erreicht werden sollen. Das war jetzt ein Beispiel mit Durchlaufzeit. Es könnte natürlich auch ein Beispiel sein mit Reduktion von Fehlerraten oder eben andere Themen, die wirklich dazu beitragen, gemäß Ihrer Ergebniskaskade auf die Ziele des Unternehmens langfristig einzuzahlen. Also, wie gesagt, nicht immer in Lösungen denken, wir machen da eine Software oder hüpfen auf die erstbeste Idee, sondern erstmal einen Zielzustand formulieren, eben wie schaffen wir es, dass so und so wie irgendwas erreicht wird. Gut, jetzt haben wir also ein Verbesserungsthema, das nach Abstimmung aus dem Team umgesetzt werden soll. Jetzt fragen Sie doch einfach in die offene Runde, wer hat dazu Lust, mit Ihnen gemeinsam dieses Thema zu bearbeiten. Und machen Sie auch jedem klar in Ihrer Runde, in Ihrem Team, dass es eben nicht on top auf das Tagesgeschäft obendrauf kommt, also keine Überstunden, um das Thema zu bearbeiten, sondern dass der Mitarbeiter den entsprechenden Freiraum eben auch für diese Verbesserungsarbeit erhält. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Punkt. Das sollten Sie nicht unterschätzen. Sonst heißt es immer so, wann soll ich denn das auch noch machen? Wir haben eh schon den ganzen Tag zu tun und nachts müssen wir weiterarbeiten. Also, Sie vermeiden den Frust, wenn Sie wirklich diesen Freiraum schaffen. Und die Zeit für die ersten Verbesserungen müssen Sie als Lean Leader wirklich freischaufeln. Und diese Investition lohnt sich, da die Verbesserung ja wirklich für das gesamte Team wirkt. Also die Stunden, die Sie jetzt gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern in die Verbesserung von einem bestimmten Ablauf reinspendieren, die bekommen Sie wirklich vervielfacht zurückbezahlt. Also die Rendite von dieser Investition ist enorm. Wie geht es jetzt weiter? Wenn das Ziel der Verbesserung jetzt klar ist, also zum Beispiel die Senkung der Durchlaufzeit von X auf Y, dann ist der erste Schritt, den Ist-Zustand zu verstehen. Man muss also weg von Annahmen und Bauchgefühl, wie etwas sein könnte, und über den Prozess wirklich zu echtem Prozesswissen gelangen. Also, wo steht der Prozess mit all seinen Schwächen, so wie er jetzt gerade ist? Wie lange sind Durchlaufzeiten? Wie hoch sind Fehlerraten? Wie viele Rücksprünge oder Rückfragen gibt es zum Beispiel? Was sind die Schritte des Prozesses? Welche Muster gibt es? Mit welcher Software wird gearbeitet? Welche Maschinen sind involviert und Ähnliches, was eben in dem jeweiligen Prozess wirklich dann zum Tragen kommt? Also Büroprozesse sind ein bisschen anders natürlich als Produktionsprozesse oder eben Montage draußen. Es läuft immer ein bisschen anders, aber der jeweilige Prozess muss wirklich verstanden werden.
Und zu dem Thema Verstehen von Prozessen können Sie mal reinschauen. Ich habe hier ein Video gemacht hier mit drei wesentlichen Prozesskennzahlen. Mehr brauchen Sie eigentlich am Anfang gar nicht. Gucken Sie da mal mit rein, um das nochmal vielleicht sich anzuschauen, wie man sowas am besten macht. Und in fast allen Unternehmen, die ich auf dem Weg zu echtem Lean Leadership begleitet habe, gab es dieses Wissen über den Ist-Zustand nicht. Man hat eigentlich fast immer nur auf der Basis von Annahmen versucht, irgendwelche Lösungen umzusetzen. Und dann hat man sich im Nachgang gewundert, dass es zwar teuer war, irgendwelche Software einzuführen oder irgendwas anderes zu machen, aber es wird trotzdem nicht besser. Genauso wie vorher. Das ist eigentlich auch klar, weil das eigentliche Problem ja nicht analysiert und verstanden wurde. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was ist wirklich das Problem? Wie funktioniert der Prozess? Was ist der Ist-Zustand? Wie stehen wir denn nur wirklich da? Und was hat das jetzt alles mit Lean Leadership zu tun? Wenn der Ist-Zustand des Prozesses nicht vollumfänglich verstanden ist, dann ist auch das erste Hindernis, das es eben zu beseitigen gilt. Also dieses Verständnis für den Prozess herbeizuführen, wenn es noch nicht da ist, kann eben das erste Hindernis sein, was man eben beseitigt. Und von einem Verbesserungsthema sind wir jetzt nun über einen Zielzustand, wie etwas in der Zukunft sein soll, zu einem Hindernis gekommen. Bitten Sie nun Ihre Mitarbeiter, mit dem Sie die Verbesserung wirklich vorantreiben, Ideen zur Beseitigung dieses Hindernisses zu entwickeln. Das können jetzt im Fall eines unklaren Ist-Prozesses über den Prozess Gespräche sein und Interviews mit den Kollegen oder mit den Prozessbeteiligten. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Daten und Auswertungen über den Prozess oder aus Maschinenprotokollen und vieles mehr. Also da gibt es einen großen Strauß an Ideen, was man machen kann, um sich die notwendigen Informationen über den Ist-Zustand wirklich zu beschaffen, als Beispiel jetzt. Aber alle Ideen sollen immer zum Ziel haben, das Hindernis, das man gerade bearbeitet, eben zu beseitigen. Und diese Ideen werden auch schriftlich festgehalten. Und eine Idee davon wird eben von den Mitarbeitern ausprobiert. Und bevor man die ausprobiert, schreibt man sich eben auch auf, was man sich davon erwartet. Jetzt haben Sie immer gehört, schreiben wir auf, ist das nicht alles total bürokratisch? Das hat einen wesentlichen Grund, warum man sich das aufschreiben soll und verschriftlichen. Weil wenn man sich das dann am nächsten Tag anschaut oder am Ende des Experiments anschaut, dann kann man viel, viel besser darüber nachdenken, was habe ich mir damals gedacht, was ist dann wirklich passiert. Also aufschreiben ist wichtig, weil wer schreibt, der bleibt. Der Mitarbeiter startet also ein Experiment und probiert damit seine Idee aus und führt die Idee zum gewünschten Ziel. Super, prima. Daumen hoch. Und klappt es mal nicht wie gewünscht, hat man auch was daraus gelernt. Das Experiment ist also gescheitert. Und das ist auch völlig in Ordnung. Experimente dürfen scheitern. Die meisten Experimente scheitern. Also gehen Sie davon aus, dass die überwiegende Mehrzahl der Experimente, die Ihr Mitarbeiter durchführt, um einen Prozess zu verbessern, um ein Hindernis zu beseitigen, scheitern werden. Die Zeit muss man sich geben, die Zeit muss man sich auch nehmen. Wichtig ist es aber, dass diese Ideen kurzzyklisch ausprobiert werden. Bis zum nächsten Tag auszuprobieren, spätestens in derselben Woche noch. Und wenn das nicht klappt, innerhalb dieser ganz, ganz kurzen Frist die Idee auszuprobieren und daraus zu lernen und was damit passiert ist, dann sind die Experimente zu groß und die Ideen zum Ausprobieren eben zu ambitioniert. Backen Sie also kleinere Brötchen, sonst verschlucken Sie sich dran. Und dann sind es diese unendlich langen Projekte, die nie irgendwie fertig werden und das frustriert wirklich alle. Es muss ganz schnell, kurzzyklisch kleine Verbesserungsschritte geben. Kleine Schritte, Schritt für Schritt. Und trifft man sich am nächsten Tag wieder zur Verbesserungsarbeit, dann geht eben dieser gesamte Zyklus wieder von vorne los. Allerdings mit einer kleinen Ergänzung, die verrate ich Ihnen jetzt. Zuerst wird der Zielzustand gemeinsam besprochen. Haben wir schon mal durchgenommen gehabt. Dann der Ist-Zustand. Und jetzt, nach dem Ist-Zustand, kommt die Reflexion über das durchgeführte Experiment vom letzten Mal. Was hat man ausprobiert? Deswegen schriftlich machen. Was hat funktioniert? Was weniger? Welche Wirkung ist eingetreten? Ist die Wirkung, die ich erwartet hatte, eingetreten oder was völlig anderes? Könnte ja passieren, dass man was ausprobiert und irgendwas passiert, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Kann man diese Wirkung vielleicht irgendwie beobachten oder messen? Haben sich Prozesskennzahlen verbessert? Gibt es eine Beobachtungsmöglichkeit für diese Wirkung? Was hat man aus diesem letzten Schritt gelernt und ist das Hindernis, dass diesem Experiment zugrunde lag, jetzt damit beseitigt? Oder muss man weitere Experimente starten, weil man zwar vielleicht ein Stück weit besser geworden ist, aber das Hindernis eigentlich immer noch da ist und das Ziel noch nicht erreicht ist? Und ist das Hindernis beseitigt, aber der Zielzustand noch nicht erreicht, dann gibt es wahrscheinlich weitere Hindernisse an anderer Stelle in dem Prozess. Und Sie merken, man kommt da sehr schnell in einen kurzzyklischen Verbesserungslauf rein. Dieser PDCA-Zyklus, den man schon oft auch gehört hat, das ist dieser ganz kurzzyklische KVP-PDCA-Verbesserungszyklus. Und was ist jetzt die Wirkung dieser Vorgehensweise? Was hat es jetzt mit Lean Leadership zu tun? Ihr Mitarbeiter findet die Wege, Hindernisse zu beseitigen, zu lernen
und zu verbessern. Sie leiten ihn nur als Coach an. Der Coach gewinnt nicht das Spiel, sondern auf dem Platz gewinnt das Team. Das ist wie beim Fußball oder bei den Sportmannschaften. Der Coach leitet an, gibt Tipps, wie man was machen kann, aber das Spiel spielen muss das Team. Und genauso ist es da eben auch. Durch die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit wird Ihr Mitarbeiter wirklich aktiviert. Und die anderen Teammitglieder sehen die kleinen Schritte der Verbesserung in ihrer täglichen Arbeit als Resultat dieser Verbesserungsarbeit. Und wenn ein Zielzustand erreicht wurde, können Sie ja wieder fragen in die Runde, wer hat Lust, mit Ihnen an der nächsten Verbesserung zu arbeiten? Und diese Art zu arbeiten nennt sich die Verbesserungskata. Kata kommt aus dem japanischen Kampfsport, speziell aus dem Karate. Und dort bedeutet es Kampf gegen mehrere Gegner in fester Form. Und gerade diese feste Form, also diese 5 Schritte der Verbesserung, die ich in diesem Video erläutert habe, müssen wirklich geübt und zur Routine werden. Und dieses Einüben, das dauert auch seine Zeit. Das muss ich erst noch einschleifen. Also auch im Karate ist es so, eine Kata zu üben, das dauert seine Zeit lang, bis man da jede Technik wirklich sauber beherrscht. Und wenn Sie dabei Unterstützung suchen, bei dem Einüben dieser Kata und bei dem Vorangehen eben im Thema Leadership, dann nehmen Sie doch gerne Kontakt mit mir auf. In der Videobeschreibung finden Sie den Link zu meinem Kontaktformular. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie. Und zwar, ich habe Ihnen noch was mitgebracht. Ganz ausführlich beschrieben wurde die Verbesserungskata in dem Buch von Mike Roder und Professor Dr. Konstantin May mit ganz, ganz vielen Beispielen drin und auch sehr viel illustriert, dass man sich das wirklich gut anschauen kann für die täglichen 20 Minuten Verbesserung. Das kann ich Ihnen also wirklich empfehlen. Auch einen Link quasi zu diesem Buch finden Sie in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Lean Leader Standard Work, bei dem wir uns typische Aufgaben von Leadern genauer anschauen. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.